Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play Resident Evil 6. Viele Leute haben drauf gewartet und nun ist es endlich hier. Gleich vorweg, ich habe mich mal für die deutsche Sprachausgabe entschieden, einfach weil es komplett blind ist. Natürlich, klar, es hat niegelnagelneu, kommt da offiziell ja auch erst in 2 Tagen raus. 2. Oktober, wenn ich mich recht entsinne, kann auch 1. Oktober sein, gut, ist jetzt auch egal. Ja, und ich würde sagen, wir lauschen mal diesem schönen Intro, was eher schon ein bisschen nach Credits wirkt. Aber gut, es wird schon seinen Sinn haben, nehme ich an. Gut, ich gebe zu, den Anfang habe ich schon gesehen, zumindest ein ganz kleines bisschen vor Anfang. Ist auf jeden Fall schon mal nett gemacht. Deutsche Sprachausgabe, ja, kann man drüber streiten. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Aber nun gut, dann halte ich jetzt mal meinen Bubble und viel Spaß mit der ersten Folge. Tja, und schon geht's ja auch schon richtig zur Sache. Quasi aus dem Intro heraus starten wir es direkt, wobei es, glaube ich, eher noch so eine Art Prolog ist. Nein, was hat er vor? Was hat er vor? Vor allem, wir wissen noch gar nicht, was jetzt überhaupt passiert ist. Wir starten ja einfach mittendrin, wenn fliegen durch die Luft durch eine Explosion, werden noch von einem Helikopter geschossen. Und wir sehen direkt schon grafisch wesentlich besser als 4., 5. und auch Raccoon City. Also Operation Raccoon City natürlich, also da hat sich wirklich sehr viel getan. Hohes Lob an Capcom, besonders Spieler mit der X360-Version. PC-Version gibt es ja leider noch nicht, sonst hätte ich mich für die entschieden. Es ist noch nicht vorbei. Ja gut, ich sag mal, die Stimme von Leon, ja, ob sie passt oder nicht, ist eine reine Gewöhnungssache, sage ich dazu immer. Ist immer, wenn die... Durchhalten, Helena. Genau. Genau, Leon, so sehe ich es auch. Aua, das tat bestimmt weh. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. So leicht kommen Sie nicht davon. Na los. Wäre jetzt interessant zu wissen, wenn ich nicht gedrückt hätte. Ich meine, hätte die einfach liegen lassen? Ja, aber gut, das werden wir jetzt nicht mehr erfahren. Aber ich glaube, das geht bestimmt auch nicht. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Genau. Ja, also sind irgendwie Bretter vor, Leon. Aha, dann nehmen wir halt ein gutes Stück nochmal. Erstmal weg mit den Brettern. Ach, verdammt. Okay, also ganz ehrlich, so gefällt mir eigentlich nicht. Das wirkt schon fast so ein bisschen so nach Final Fantasy 13 Style. Aber diese glänzend verschwitzte Haut, allein schon dieser Effekt, den finde ich schon richtig nett gemacht. Schatten sind auch recht gut. Da ist er wieder, dieser kleine, hinterlistige Heckenhelikopterschütze. Ich kann mich übrigens in keine Richtung bewegen, ich kann einfach nur drücken. Wir haben es fast geschafft. Genau. Er läuft selbstständig dahin, wo er hin will. Wir können halt untersuchen und das ist, ja, eine Leiche. Aber was ich schon bei der Leiche entdeckt habe, war eine Waffe. Im Übrigen würde ich eigentlich der Frau lieber mal das Du anbieten. Okay, er will nicht die Waffe nehmen. Aber ich sag mal, wer schon sowas mitmacht, der sieht's nicht mehr, der duzt einfach. Vor allen Dingen hat sie auch Helena genannt. Und sie meint ja nur, ich halte sie nur auf.
Machen wir eine Pause. Ich bin ganz ehrlich, ich sag mal, auf solche Übersetzungsschnitzer sollte man wirklich achten. Ich meine, Engländer kennen nur you. Da kann man ja als du oder sie übersetzen. Ist immer kontextabhängig. Hey, da muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ah, finden Sie etwas, um Wunden zu heilen. Schön, schön. Kriegen wir, denke ich, mal hin. Ich bin gerade mal so die Tasten am Durchgehen, aber irgendwie reagiert er auf nichts. Heißt also, auch nicht rennen. Ich kann höchstens die mit A, dem Blick zentrieren. Aber das war's damit auch schon. Ah, und hier kann ich so die Seite wechseln. Schrecklich, gute Soldaten so sterben zu sehen. Oh, der gute Hanf. Das können wir uns doch nicht entgehen lassen, Leon, oder? Ich meine, in diesen Zeiten, da dürfte auch ein Supersoldat mal erlaubt sein, mal ein bisschen Gras zu rauchen. Und mir ist auch Leon, auf Wunden schmieren. Sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Aha, wählen Sie das Kombinieren der Kräuter. Wählen Sie Kombinieren. Ist das Kombinieren? Okay. Ah, Krautgrün. Und jetzt? Okay, jetzt werden wir schon zum Junkie, wie es scheint. Durchhalten, so. Helena. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Es nimmt einfach kein Ende mit diesen Viechern. Jo. Keine Munition! Ja, 3 Kugeln im Kopf. Ja, sollte man mein Pad hören, das, da kann ich leider nichts gegen machen. Nix da, mein Freund. Ja. Immer diese Quicktime-Moments, also ich bin da kein wirklicher Fan davon. Die gute alte knüppelt die Taste, bis sie durchbricht, die gefällt mir eigentlich immer noch am besten, aber diese Quicktime-Moments, naja. Gut, jeden Man das muss seine. Ständig auf der Hut sein. Gesundes Verwendete. Wie, ich bin verletzt? Ja, ne? Stopp mir jetzt auch mal ein paar Tabletten voll. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Wegfindungshilfe einblenden. Aha, Gut, ob mir das gefällt, ist eine andere Sache, aber. So, also heißt die jetzt Helena oder heißt die jetzt Helena? Also, ich würde sie ja eher auf Helena nennen, aber Helena, das hört sich so lame an, einfach. Hey, Helena! Ist voll der Lamer, hey Lamer. Ja. Übrigens sehr, sehr großfreudig gesetzt, die Punkte, die man mit denen interagieren kann. Man muss das nun noch nicht mal anschauen, wie wir gerade an den Zombie-Fahrer entdeckt haben. Was zum Teufel? Okay, ich habe gedacht, das war jetzt irgendein Warnhinweis, was hinter uns irgendwas ist. Sind wir hier also im asiatischen Raum gerade angesiedelt? Wie gesagt, ich habe mich einfach mal auf komplett blöd, komplett blind, so wenig Infos wie möglich
Und jetzt hänge ich halt hier dran. Weiß halt gar nichts, außer das, was ich von der Demo weiß. Und das ist nichts. Ach du Heilige. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Ah, da unten ist alles voll. Geradeaus weiter. Wieso kann ich mich eigentlich nicht weiter nach links drehen? So, okay, so kann man also auf jeden Fall auch die Seiten wechseln. Aber ich kann nicht nach links. Ich kann nicht zum Beispiel den Zombie, der auf der linken Seite da steht, wegballern. Muss ich mich mal mit abfinden. Ey, super. Na toll, jetzt habe ich mir ein Messer in der Hand. Ach ja, der Klopp, habe ich ganz vergessen. Jawoll. Guck mal, da ist ja das Rummesser mir schon fast gar nicht mehr sinnvoll. Dass man die Munition entnehmen. Ah, wie viele Waffen haben wir denn bei? Also das ist eindeutig Tutorial, ne? Quatsch, mein Freund. Quatsch. Ach, was willst du denn? Oh. Sie kriechen aus ihren Löchern. Das ist ein bisschen viel gerade hier. Aber man kann die sehr gut wegkloppen, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, einmal nächste Waffe. Oh, was haben wir da Feines? Und die Zombies lassen ziemlich viele Gegenstände liegen. Was machst du denn da, mein Freund? Ist übrigens sehr, sehr dunkel gehalten. Also ist auch bei mir dunkel. Ich habe schon extra ein bisschen höher gestellt fürs Let's Play. Ach du Heilige. Sieht mir ganz nach dem Senkrechtstarter aus. Weg! Aber der startet nicht senkrecht nach oben, sondern nach unten, wie es scheint. Wow. Ja, ich halte ja, ich halte ja. Ich habe keine Ahnung. Zwar sehr actiongeladen dargestellt, aber keine wirkliche Gefahr bisher. Wegen wir können ja eh nur nach unten und A drücken. Hierher! Einsteigen! Kriegen wir hin. Ja, also ich mache selbst persönlich ziemlich gar nicht, außer nur A und nach vorne drücken. Also ich glaube, dass ich A drücken muss. Schade, hätte man ein bisschen besser hingewirkt. So ein kleines Hindernis, finde ich. Schwierigkeitsgrad, keine Ahnung. Konnte ich mir nichts einstellen. Das ist jetzt quasi direkt nachdem man, sag ich mal, Helligkeit aus eingestellt hat. Das ist direkt am Start, wie gesagt. Ich vermute mal einfach Tutorial. Ach ja. Natürlich. Helikopter fliegen oder was? Ja, ich drücke ganz gemütlich. Ich will nicht so auf die Tasten hämmern. Hey, einfach aus dem Grund, weil ich mich dann gewöhnt habe, hier kann ich auf die Tasten und bam, 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 bam. Noch ein Stück. Okay, okay. Nein! Ich komm. Also. Gut, also man darf ruhig mal verpatzen, wie es scheint. So, ja, das ist echt schlimm mit dem Stick, dass die so laut sind. Ja, wir halten uns fest. Ja, der Helikopter wohl einen Scheitel bekommen. Kommt noch ein... Ach du Heilige, da ist noch ein Helikopter, der runterkommt. Langsam aber sicher, würde ich sagen. Oder was anderes. Doch, der Heli. Weg, 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 weg.
okay? Ja. Waffenmäßig, was haben wir noch? Jetzt mal ohne Quatsch, wie viele Waffen haben wir hier? Aha. Okay, dann nehmen wir doch mal... Nicht die? Nee, die wollte ich mal. Ja, doch, da. Eine Blitzfalke. Okay, nehmen wir einfach mal. Okay, so das Rennen. War nicht eben noch so zur Seite? Oh, verdammt. Ja, war zu erwarten. Also ganz ehrlich, ich weiß, es sollte sehr actiongeladen sein, aber so vom Hocker gehauen hat mich diese Einlage jetzt auch nicht. Es war halt nie eine echte Gefahr da. Schade, hätte man besser machen können, meiner Meinung nach. Aber es kommt noch, es ist noch ganz am Anfang des Spiels. Ich darf gar nicht so sehr meckern. Ja, und wenn wir schon gerade dabei sind, der neue Resident Evil Streifen, der ist immer totaler Müll. Also storymäßig tut sich da absolut gar nichts in Resident Evil Retribution, heißt er, glaube ich. Also da war ich doch sehr enttäuscht von. Sehr. Die Leichen auf dem Boden, die gefallen mir gar nicht. Noch nicht genug? Wunderschön, aber geil gemacht. Resident Evil 6. Yo. Irgendwie mal was auf Englisch gehalten, obwohl Deutsch, trotz der deutschen Sprachausgabe. Sehr gut, dann werde ich jetzt mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Ja, Inhalt wird gespeichert. Ist schön, weil ich glaube, dann kann ich jetzt durch ein paar Einstellungen machen, weil ich will gerne die Sprache hochschrauben. Vor allen Dingen, wenn ich immer da außerdem reinquatsche, wie gerade. Ach ja, tut mir leid. Eigentlich will ich ja gar nicht so. Werden wir uns, sollte ich mich einen schon machen können? Jawohl, können wir sogar. Glaube ich zumindest. Können wir. Gut, ich probiere einfach mal ein bisschen rum und wir sehen uns gleich sofort wieder. Und da sind wir schon wieder zurück. Also irgendwie hat das Spiel mir keine Option geboten. Nichts, aber auch gar nichts. Hab allerdings ein Level-System entdeckt, wo wir Fähigkeiten kaufen können. Also das wird spaßig werden. Gut. Ich sag mal, aufgrund mangelnder Spielerfahrung, die meisten noch da draußen haben dürften, werde ich mir wohl mal selbst noch was da zusammenschustern. Etwas, was mir gefällt oder nicht. Aber bevor ich jetzt hier großartig rumquatsche, starten wir mal das erste Kapitel mit Leon. Schwierigkeiten machen wir normal, schwer, Profi. Wir bleiben erstmal auf normal, ungeteilt, da wir Solo spielen. Ich meine, ich hätte zwar lieber einen Korb gemacht, aber leider hat es keiner mit von den üblichen Verdächtigen zurzeit. Also wird es zumindest erstmal Solo gestartet. Ich würde sagen, wir nehmen immer den ersten Charakter. Macht einfach am meisten Sinn. Das machen wir erstmal nur offline. Angriffsreaktionen. Eigentlich egal, ne? Unbegrenzte Munition. Nicht zulassen. Ja, okay, also wir haben eh noch von nichts. Angriffsreaktion, lassen Sie beschuss eigene Seite nicht zu, ja? Ich sag mal, so wäre es ein klitzekleines bisschen realistischer, aber so ist die Standardeinstellung. Ich denke mal, damit bleiben wir auch. Bip. Bin ich mal gespannt. Erstes Kapitel mit Leon, ob das direkt jetzt im Prolog, also den Tutorial anschließt. Oder wie es da weitergehen wird. 29. Juni 2013, also liegt jetzt sogar mal eine Zukunft. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Alle Nationen zusammen, wir tragen die Wissen an die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offen zu legen, verursacht auf es wäre Zeit, fahren, wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht. Ah!
alles meine Schuld. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich hab den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich! Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Ah, ich glaube, wir sind jetzt hier direkt im Demo-Level angelangt mit Leon und Helena. Oder Helena, wie man es auch sprechen will, also ganz ehrlich. Oder Mr. President. Es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Bluetooth-Handy. Mit Kamera, wenn ich es richtig gesehen habe. Er ist also kein direkter Anschluss, auch wenn es zuerst optisch so gewirkt hat. Ich vermute mal, dass der Prolog, den wir gerade hatten, das eigentliche Ende sein wird. Aber ist alles nur eine Vermutung. Ich sag mal, das macht man heute häufiger, man zeigt zuerst das Ende, macht das kurz vor Ende, cuttet man das ab. Max Payne hat es gezeigt, teilweise Filme auch. Also teilweise, nicht teilweise. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind, okay? Und da bin ich mal gespannt, ob sich schon seit der Demo was getan hat hier. Liegen ja neue Gegenstände rum. Steuerungsmäßig sind wir wieder ein ganzes Stück eingeschränkt. Aber ist ja auch nicht... Na gut, ist ein Feuerwehrschlauch und keine Likerzunge. Aber gut, wenn ich es dürfte jetzt... Ja, das Gerät ist außer Kontrolle. Da ist er umgefallen. Ja, aber sonst gibt es hier drin anscheinend auf dem ersten Blick und auch auf dem zweiten nichts. Auch kein roter Rubin im Auge von diesem Elch. Sieht zumindest nicht danach aus. Es blinkt nämlich nichts. Ich weiß nicht, Resident Evil-Veteranen werden wissen, dass Leichen auf dem Boden nie gut sind. Sind nie gut. Mhm. Aha. Aha. Ja gut, ich würde sagen, ich versuche gerade zu rennen, aber leider ist wieder nur ein zentriertes Bild hier. So. Die Ivy University. Da hinten sind die ganzen Luftballons, die wir auch nachher noch abschießen können, ein bisschen. Naja, Waffenwechseln können wir auch noch nicht. Wir können also auch nicht mal die Ballons messern. Hey, das ist nicht schön. Aber bisher habe ich noch keine nennenswerte Veränderung, also keine, die mir jetzt aufgefallen wäre, vielleicht zu dem entdeckt. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden.
Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. Schießen können wir nicht. Ich habe es gerade eben versucht. Wir können aber zumindest schon mal zielen. Das ist schon mal ein Anfang. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Ich weiß. Willst du sagen, dann war's das mit ihrem Leben? Also wollen wir mal zur Augtalk der Kathedrale. Da bin ich mal echt gespannt. Aber erstmal müssen wir noch ein paar andere Sachen machen. Was war das? Finden wir es heraus. Gehen wir. Gar nicht lumpen lassen, sofort hinterher. Ah, jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen drin. Stimmt, hier sind ja so ein bisschen verzweifelt. Ja. Ich weiß, was die. Ich meine, die können zwar inzwischen schon zielen und laufen dabei. Das ist schon mal sehr gut. Was sie aber noch nicht können, ist über Tisch springen zum Beispiel. Hier lang, ne? Wolltest du mir aber gerade zeigen, Helena, oder? Yep. Weiß nicht, warum er dabei immer sein Hand hält. Ach, der hat sein PDA so eine. Ach, das sieht aber echt verkrüppelt aus mit den Fingern. Aber gut, irgendwie muss man das ja lösen. Und wenn es halt nicht zufriedenstellend geht, dann halt so zufriedenstellend wie möglich. Nur kurz schauen, ob hier hinten irgendwo was liegt. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was für Sammelgegenstände es hier gibt, ob es überhaupt irgendwas zum Sammeln geben wird. Ähnlich wie die BSAA-Embleme beim Resident Evil 5. Da hinten. Ob man da so einfach hinterher rennen sollte, das sei mal dahingestellt. Sind die nur an? Zumindest scheint jetzt so von den Schalter hier so durchzuschimmern, aber okay. Da ist sogar irgendwo ein Fahrstuhl angegangen oder eine Kühltruhe hier. Was soll denn der Mist? Muss ich denn echt gleich einen auf den Kappes... Virus und wenn jemand so hustet, keine gute Kombi. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich! Meine Tochter! Sie ist ganz allein! Wenn wir nichts tun! Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz! Ist das Ihre Tochter? Gut. Suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Liz, wo bist du? Ich nehme jetzt auch die Zeit, hier mir ein klein bisschen rumzublicken, aber hier scheint es wirklich nichts zu geben. Boah, ist das dunkel. Ich hoffe mal wirklich, das sieht nachher auf YouTube nicht noch viel dunkler aus. Übeltäter aus Raccoon City 1. Aufpassen. Okay, das Satz. Hier sieht es nicht so toll aus, aber ob man hier steht. Ja. Okay, einmal ganz kurz hier. Tut sich nichts.
hätte sein können, dass man da vielleicht... Ey, das ist sicher absolut gar nichts. Das war jetzt gerade richtig stockfinster. Bleiben wir... Draußen geht die Party ab, wie es scheint, wa? So... Richtig, richtig schön. Ha, 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 ha. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe? Ah, noch ein ganzes Stück weiter. So, los. Ah, du solltest nicht sofort... Was für ein Wind. Wir müssen sie finden. Das muss denn übrigens brennen. Folgen Sie uns. Jetzt bin ich mir nicht mal hundertprozentig sicher. War das hier? Ja? Ja? War das wirklich so oder war es nicht anders in der Demo? Aber gut. Gar keine Vergleiche jetzt anstellen. Einfach spielen und sich drüber freuen. Na los. Hey. Musste mal einfach geschehen, sowas. Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Hör auf zu husten und mach mal die Tür auf. Schade. Hätte ja mal sein können. Wie nennt sich das denn? Taktisches Sturmgewehr? Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wir wurden am Handy unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Okay, aber taktisches Sturmgewehr, eine Pistole? Also... Finde ich jetzt ja nicht so prickelnd, die Namenswahl für eine kleine Glock da taktische Sturmgewehr zu nennen. Okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Prisoner Adam Benford. Ja, der sah aber viel, viel dünner aus als Zombie, muss ich jetzt mal so sagen. Da sieht das schon fast pummelig aus. Aber ist eher nur eine nebensächliche Bemerkung. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. So, finden wir Liz und verschwinden von hier. Würde ich mal so sagen, ne? Liz? Liz, bist du das? Ist der Tio gerade mal eben durch mich durchgegangen? Diese Klimpergeräusche. Okay, jetzt kam ein ganz, ganz leichtes Zittern oder Schauern, sagen wir es mal so. Doch nicht eingesetzt. Vor allem diese Headset-Taschenlampe da, die ist prall. Möchte ich auch haben. Gibt's überhaupt bei Pearl? Bestimmt, oder? Bei Pearl gibt's da so ziemlich alles. Oder habe ich die angemacht? Wenn, dann weiß ich leider nicht wie. Ich muss mal echt die Tastenbedienung anschauen, aber ich bin da so einer rein damit. Bedienungsanleitung braucht keinen mehr. College Boys. Locker, locker. Liz! Papa, wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Die beiden vielleicht?
Ich meine, wenn sie das jetzt nicht gesehen hat, dann muss sie doch schon einen kleinen Schock haben. Wie kommen wir hier raus? Die unterirdische Parkgarage. Der Aufzug ist da vorne. Hoffentlich funktioniert er noch. Ja, zum Glück kennen wir den Abschnitt auch schon. Also da weiß man auch schon so halbwegs, was zu tun ist. Aber ich möchte ja gerne natürlich auch ein bisschen rumprobieren. Sagen wir es mal so. Einfach nur unsere Fähigkeiten ausloten, wie effektiv das oder das ist. Ich meine, mit dem Messer haben wir offensichtlich gut vorhin im Prolog ein paar Köpfe abgesäbelt. Ob das hier auch mitklappt, das sei jetzt mal Ding nachher. Räumen wir das aus dem Weg. Helena, komm mal her, Helena. Okay. Ja, nix okay. Machen. Wie gut, dass Sie hier waren. Also lässt sich immer mehr hängen, die Kleine, muss ich mal so sagen. Habt ihr gesehen, wo die Helena hingeguckt hat? Wollt's nicht reingehen, Kumpel? Hab nichts gesagt. Alles wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Wir sind fast da. Liz? Hallo, blödes Schießen. Na los, Mann, knüppel die weg, die Alte. Die ist da wohl. Okay. So. Geht doch. Ich glaub das nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Tja, eine gute Frage. Nächste Fragegeschichte. Ja. Halten Sie sie auf! Knüppeln, 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 knüppeln! Knüppel! Ah, sehr nice, sehr nice. Sehr unnice, möchte ich jetzt mal so sagen. Ich weiß, wo es lang geht, aber ich möchte hier mich zumindest einmal ganz kurz umschauen, so ein kleines bisschen. Was ist das wieder dunkel? Mach doch mal wieder deine Kamera da an, oder Lampe, oder was immer du auf dem Kopf hattest. Nein! Okay, da muss ich wohl doch ein bisschen mehr... Was war das denn? Okay. Wo sind wir gerade... Ah, sehr schön, die Partneraktion. Perfekto, Miststück, du. Also, der Zombie ist nicht die... Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Ich hatte nur das Gefühl, ob wären davor mehr gewesen. Hallo, liebes Trüppchen. Ha, geil. Geht doch. So, jetzt mal Messer in der Hand.
Wir haben noch. Was macht das wie denn? Mist. Boom. Nein! Unsere Energie ist ziemlich weit unten, sehe ich gerade. Okay, jetzt hau ich ab. Und wir haben noch nichts zu heilen. Ne, das ist gar nicht, Tutti. Oh, da muss man sich echt, mich erstmal dran gewöhnen. Vor allem an diese Energieleiste. Und schon sind wir über die Demo hinaus. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Ja, es kann man wohl laut sein, dass es für die armen Burschen zu spät ist. So, und ich habe eine extra lange Folge versprochen, weil ich es ja eigentlich schon gestern erscheinen lassen wollte. Ich denke mal, das dürften jetzt rund 42, 43 Minuten sein. Ich werde mich jetzt hier auch so lange nicht wegbewegen. Werde auch hier jetzt schon die Aufnahme beenden, damit ich das schon noch schnell rendern kann und heute natürlich noch auf den Tisch kriege für euch. Ja, und ich sage einfach mal, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen.